Hey Leute! Was zum Teufel ist das? Meine Bubärenhand. Ich habe geschworen, sie nie wieder zu waschen, auch wenn Lois das dauernd verlangt. Du solltest auf sie hören. Ja, Peter, das ist ekelhaft. Ach ja? Nimm das! Nee, das kann ich irgendwie seit gestern. Zur Toilette! Oh, hallo Isabella. Tag, Mrs. Griffin. Mr. Griffin? Mr. Griffin ist hier oben, Schätzchen. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Okay, Wiedersehen. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst, weil die Freundin von Chris Kinder hat, aber er ist glücklich. Außerdem scheint sie ihn zu mögen. Und sie ist scharf. Ja, das ist sie. Hab mir die Lippe abgebissen. Schon wieder, Family Guy wird vor einem Live-Studio-Publikum aufgezeichnet. Ich geh schon. Hallo? Oh, hallo Stewie. Oder sollte ich sagen Känguru-Gruß, weil du mit Mac und Pry nach Queensland in Australien gezogen bist, nachdem Mom und Dad gestorben sind. Oh, die Ehe läuft ganz gut. Nein, es sind noch keine Kinder da, aber ich übe sehr viel mit mir selbst. Ja, ich meine masturbieren. Nur so zwischen uns. Ich glaube, Trisha ist unfruchtbar. Stu, ich muss auflegen. Trisha guckt schon wieder so. Okay, grüß Brian und Mac und hoffentlich können wir für das Staffelfinale zu euch runterkommen. Nein? Ihr wollt nichts damit zu tun haben? Okay, gut. Ciao, Stewie. Chris, ich stehe hier mit dir im Wohnzimmer, weil ich mit dir über etwas ausgesprochen Wichtiges reden muss. Wir hatten das schon. Das ist mein Haus und ich will hier drin Schuhe tragen. Chris, du darfst dich jetzt entscheiden. Du kannst entweder weiter Schuhe im Haus tragen oder du darfst weiter Sex mit diesem asiatischen Körper haben, der nicht altert. Chris, ich liege hier und höre, wie du dich herumwälzt und frage mich, ob es etwas gibt, das du mit mir besprechen willst. Ich weiß nicht, es ist schwer, seit Mom und Dad tot sind und Joe mit seinen ganzen Big Band-Schallplatten hier eingezogen ist. Joe! Chris, ich liege hier neben dir und bitte dich darum, Joe aus dem Haus zu werfen. Er war 20 Jahre lang der beste Freund meines Vaters, das kann ich nicht tun. Chris, du darfst dich jetzt entscheiden. Und daher stammt das Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Rollstuhlfahrern werfen. Mann, ich vermisse Lois wirklich. Ich wünschte, sie wäre hier und würde mal aufräumen. Hey, was ist das? Senf. Oh, natürlich, von den Hotdogs letzte Woche. Willst du den noch essen? Den Senf auf deiner Schulter? Nein. Oh, Kinder, seht nur, ein Reh. Dürfen wir es streicheln? Nein, beobachtet es nur. Oh, Peter, es ist viel zu viel Kacke da drin. Ich ertrag das einfach nicht mehr. Ich habe seit 4 Tagen nicht mehr gegessen, weil ich da einfach nichts mehr unterbringe. Hilf mir! Wiedersehen, Weihnachtsmann! Wiedersehen, Stripperin. Ihr könnt jetzt alle eure Klamotten ausziehen. Ich war ja nur wegen der Spaghetti da. Dreck! Auch tut das weh. Oh, ich bin besoffen. Ich habe einen sehr hohen Puls. Spaghetti-Engel! Ich mache einen Spaghetti-Engel! Wenn Italiener sterben, dann verwandeln sie sich in... Peter! Peter Griffin! Peter, wir müssen reden. Wer bist du? Ich bin der echte Weihnachtsmann. Ist ja super. Mein erster Wunsch ist, ich will 1000 Wünsche frei haben. Ja! Das geht nicht, ich bin kein Djinn. Okay, dann ist mein erster Wunsch, ich will einen Djinn. Auch dafür brauchst du einen Djinn. Wie besoffen bist du? Verurteile mich nicht, du lebst in einer Flasche. In einer Lampe und ich bin kein Djinn. So, Kumpel, jetzt mal im Ernst. Wer bist du wirklich? Das sagte ich schon. Ich bin der Weihnachtsmann. Ach ja? Wenn du der Weihnachtsmann bist, was habe ich mir dann mit 12 zu Weihnachten gewünscht? Gar nichts, weil du in dem Jahr das Penthouse-Magazin im Wald gefunden hast. Oh, du bist der Weihnachtsmann.
Bin ich wirklich fetter als du? Ich muss was dagegen tun. Hör zu, ich bin unzufrieden mit dir. Du kannst nicht als ich rumlaufen und dich wie ein kompletter Vollarsch aufführen. Was redest du? Die Leute lieben mich. Die schenken mir ganz viel. Nein, sie lieben mich. Du nutzt nur meinen Namen zu deinem persönlichen Vorteil aus und ruinierst dabei meinen Ruf. Es gibt kein Klo auf dem Schlitten. Heißt das, du kackst einfach in die Häuser von den Leuten rein? Du hörst mir nicht zu. Hör auf, diesen Anzug zu tragen. Sonst? Sonst was? Sonst setze ich dich ganz oben auf meine ungezogene Liste. Ganz ehrlich, du redest nicht mehr mit einem kleinen Kind, also mach einen Abgang, Weihnachtsmann. Ich mag diese Klamotten und werde sie behalten. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, du stehst in meinen Stripclub-Spaghetti. Ich muss die meiner Familie zum Abendessen bringen. Ich werde an deiner Stelle aufpassen. Mutter, verzeih, dass ich deine Wünsche missachtet habe. Verzeih mir, dass ich ungehorsam war. Verzeih mir, dass ich ungehorsam war. Mein Gott, ich habe mich seit Jahren nicht mehr so lebendig gefühlt. Rupert, vielleicht bin ich einer von den Menschen, die Genuss daraus beziehen, geschlagen zu werden. Da bist du ja. Mami tut es so leid, dass sie dich geschlagen hat. Ich verspreche, ich werde nie wieder die Hand gegen dich erheben. Treffen wir jetzt keine überstürzten Entscheidungen. Ich meine, ich hab dich provoziert. Komm, Lois, schlag mich grün und blau. Steig mir auf die Würfel. Mit den Stiefeln habe ich wohl übertrieben. Kumpel, ich glaube, du bist im falschen Laden. Hast du dich als falsche Ende der Stadt verlaufen, Stiefelzwerg? Peter, spielen Sie mit, das gehört alles zur List. Ziehen wir ihm die Hose runter und gucken, was er am Start hat. Und wenn wir schon dabei sind, gib mir das Billardkö. Ich habe eine Idee, wo wir das reinschieben können. Peter, Schnauze! Carter, bist du das? Oh, hi, Babs. Ich hänge hier immer rum. Ja, er kommt mit mir her. Mit der Aussage würde ich jeden Lügendetektortest bestehen. Wie gut, dass in dieser Bar heute Lügendetektor-Mittwoch ist. Hä? Erst ein paar leichte Fragen zum Aufwärmen. Hatten Sie je Sex ohne Kondom mit einem Mann? Test ist rum. Carter war noch nie im Leben hier. Verdammt, Peter! Ich bin weg. Mein Truck! Zeit, dem Bengel die Ohren lang zu ziehen. Babs! Du hast mich gerettet. Und der Barkeeper ist bewusstlos. Ziehen wir ihm die Hose runter und gucken, was er am Start hat. Babs, tut mir leid, ich hab's versucht. Aber ich kann es nicht. Ich werde nie der echte Mann sein, den du willst. Ich werde immer nur ein verwöhnter, rückgratloser Geldsack sein. Es ist lieb von dir, dass du versuchst, der Mann zu sein, den ich will. Aber hierher zurückzukommen, hat mich eines begreifen lassen. Du bist es bereits. Was? Ist das wahr? Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr das Mädchen bin, das ich mal war. Ich habe mich verändert und ich habe mich an das Leben mit dir gewöhnt. Ich dachte, ich will dieses Leben wieder, aber hast du schon mal ein Milwaukee's Best getrunken? Es ist ein furchtbar, furchtbar, furchtbar... Die sponsern uns. ...köstliches Bier. Aber trotzdem, unser Leben ist das, was ich führen will. Und du bist der Mann, den ich will. Newport ist jetzt mein Zuhause und ich möchte wieder dahin zurückkehren. Oh, Babs. Alte Liebe. Ich habe mein Bier nicht bezahlt, aber ich nehme an, das geht auf die Häuser. Warum sagt Cleveland, ich bin das Problem? Ich hock doch bloß auf dem Klo und spiel mit meinem Handy. Touchen, wischen. Touchen, wischen. Wischen, touchen. Oh. Du passt auf Stewie auf und ich will nicht, dass du ihn den ganzen Tag vor den Fernseher setzt. Geh mit ihm in den Park. Er soll an die frische Luft. Frische Luft ist ungesund für Kinder. Guck dir Michael J. Fox an. Was? Keine Ahnung. Peter, geh mit Stewie in den Park. Es tut dir gut, Zeit mit deinem Sohn zu verbringen. Ich verbringe viel Zeit mit ihm. Letzte Woche war ich mit ihm beim Arzt. Mr. Griffin, Sie kommen zu Ihrer Prostata-Untersuchung? Ja, das bin ich. Aber Ihretwegen hat meine Familie einen Haufen Scheiß durchgemacht. Warum sollte ich Ihnen helfen? Weil Sie mein Agent sind. Oh mein Gott, das bin ich! Stimmt! Augenblick mal, Peter, Sie sind immer noch mein Agent. Tom, kein Stress, ich kümmere mich um Sie beide. Ich bin ein Multitasking-Genie. Peter, kannst du Stewie bitte zur Kinderkrippe bringen und diese alten Kontoauszüge hier zerschreddern? Kein Problem, Lois. Ist er immer so still? Diese Produkte werden wir im neuen Geschäftsjahr rausbringen, den afroamerikanischen Herzmonitor. Yeah,
Yeah. Yeah. Ah, tot, Mann. Jeremy Irons Cerealien. Wenn ihr da drin Marshmallows sucht, es sind keine drin. Es schmeckt recht fad, das könnt ihr mir glauben. Und Schreien der Kiste. Ah! Das habe ich heute gebraucht. Und der neue Damenschrei in der Kiste. Endlich ein Schrei, der auch zu mir passt. Mein Triumph wird größer sein als der bei Amerika sucht den Superstar. I don't mind not knowing what I'm headed for. You can take me to the skies. It's like being lost in heaven. When I'm lost in your eyes. Stewie, sag mal, was war das denn für eine Scheiße? Das war Lost in Your Eyes von Debbie Gibbs. Tja, ich sollte vermutlich Nein sagen, aber ich treffe nur selten die richtige Entscheidung. Deswegen hat mich damals auch der Peterfänger erwischt. Oh, Peter, komm und hol dir Lollipops. Lollipops, komm nur her. Peter. Peter, das darfst du nicht. Ich hab Sahnetorten und Brausestangen. Brausestangen? Ich werde so fies missbraucht werden. Hallo Schlechter, ich habe ein paar Fragen an Sie. Wem haben Sie von den Morden erzählt? Keiner Seele, weil ich gar keine Morde begangen habe. Ich bin unschuldig, blöder Schnüffler. Wie soll ich Ihnen glauben? Sie sind ein gewöhnlicher Verbrecher. Alle Prostituierten sind von einem Linkshänder ermordet worden. Und? Und ich wurde mit zwei rechten Händen geboren. Haben Sie je einen Mann mit zwei rechten Händen... Oh, die war die ganze Zeit offen? Sollte nicht so sein, oder? Nein, das sollte es nicht.